Liebe Medienvertreter, auch liebe Zuschauer bei FCK TV, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag um 13 Uhr beim SV Darmstadt 98. Ich begrüße hier unseren Sportdirektor Markus Schupp, Cheftrainer Kostas Rondi-Aitsch und unseren Spieler Kerim Demirbay. Vorab das Übliche, nämlich ein paar Zahlen. Ans altehrwürdige Böllenfalltor begleiten uns mindestens 2200 Fans. Das ist die Zahl der Tickets, die uns zur Verfügung standen und die wir alle verkauft haben. Wie viele FCK-Fans sich vor Ort noch eindecken konnten, ist uns aktuell nicht genau bekannt. Dann folgt das Heimspiel gegen FC St. Pauli. Da sind wir jetzt bei 38.000 verkauften Tickets, nähern uns der magischen 4 sehr stark. Dann kommt das Auswärtsspiel in Aue. Hier standen uns rund 3.000 Karten zur Verfügung. Aktuell sind noch Restkarten über den FCK für das Spiel in Aue erhältlich. Wohl nicht mehr lange. Letztes Spiel gegen Ingolstadt ist ja bereits bekannt. Alle Karten derzeit vergriffen. Schiedsrichter der Begegnung in Darmstadt ist noch nicht bekannt. DFB wird es wahrscheinlich heute oder morgen bekannt geben. Kann man dann auf unseren Online-Kanälen nachlesen. Kommen wir zum aktuellen sportlichen Geschehen. Markus, im Umfeld des Vereins herrscht seit dem Sieg in Bochum spätestens eine sehr große Euphorie, wie man jetzt auch am Ticketverkauf sieht. Ihr wirkt aber alle trotzdem, die Verantwortlichen, sehr ruhig und konzentriert. Wie wichtig ist es jetzt, sich dann auch nur auf die nächste Aufgabe zu fokussieren und nicht an vielleicht irgendwas Großes Ganzes zu denken? Also wir werden nach wie vor auch in den nächsten Spielen die Ruhe bewahren. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das hat uns auch das ganze Jahr über ausgezeichnet. Sicherlich sind wir auch innerlich immer hochemotional, auch sage ich mal, fühlen da genauso mit wie unsere Fans, wie alle im Umfeld. Aber wir müssen immer nach außen in Ruhe demonstrieren. Das ist ganz wichtig im Fußball. Und ich hoffe natürlich, dass, was du gerade gesagt hast, 2200 eigene Fans mitfahren, dass die uns sehr tatkräftig unterstützen in Darmstadt. Das wird so, das kann so das Zünglein an der Waage werden, das Berühmte. Unsere Fans können bei unseren Jungs nochmal die letzten Prozente nochmal mit rauskitzeln. Es wird sicherlich, denke ich, ausverkauft sein, das Spiel, und eine gute Stimmung dort sein, so wie man sich ein Fußballspiel vorstellt. Und ja, wir wollen dort an unsere gute Performance in der Rückrunde weiter anknüpfen und an unserer Auswärtsbilanz auch weiter arbeiten. Ja, es ist ein ganz wichtiges Spiel im Hinblick auf die letzten Runden, ja, auf das ganz Große, was du eben angesprochen hast. Und wir wollen so auftreten, auch so effizient sein wie in Bochum und dort versuchen, alles daran zu setzen, dieses Spiel auch zu gewinnen. Was aber sehr schwierig werden wird, weil Darmstadt ja nach uns die zweitheimstärkste Mannschaft auch ist und ja, ganz wenig Tore auch zulässt zu Hause. Ich glaube, 8 haben sie erst zu Hause bekommen. Und ja, wenn wir es schaffen, auswärts bei Darmstadt ein Tor zu machen, glaube ich, dass wir auch dann in der Lage sind, dort zu gewinnen. Danke, Markus. Kostas, nach dem Spiel in Bochum war die Mannschaft sehr ausgelassen, schöne Bilder gesehen. War dieser Sieg jetzt vielleicht genau die Vorlage, die ihr jetzt für das Topspiel in Darmstadt gebraucht habt? Unser Team hat in Bochum einen klasse Job gemacht, ein gutes Spiel gezeigt, gut dagegen gehalten, verdient gewonnen, und deswegen haben wir uns alle auch zu Recht gefreut. Ich denke, das waren schöne Momente, vor allem auch nach dem Spiel. Ich denke, da ist noch mal ein Stück weit mehr was zusammengewachsen, was schon in der ganzen Saison stattfindet. Und ja, man muss auch mal solche Momente genießen dürfen, wissend aber auch, dass die nächste schwere Aufgabe vor der Tür ist. Und mit Darmstadt 98 ein Gegner auf uns zukommt, der uns alles auch wiederum abverlangen wird. Dort wird eine richtig gute Stimmung sein, ein absolutes Hexenkessel. Es ist ein Spitzenspiel in der zweiten Bundesliga, ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Wir sind gut gerüstet, wir sind hoch motiviert. Und natürlich mit diesem wichtigen Auswärtsdreier in Bochum ist es psychologisch eine sehr gute Grundlage, um mit großem Selbstbewusstsein nach Darmstadt zu fahren und dort auch entsprechend auch so aufzutreten.
Danke, Costa. Kerem, Trainer hat es angesprochen, das waren tolle Bilder auch nach dem Spiel. Ihr habt mit den Fans noch gefeiert, als das Stadion leer war. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Ist es vielleicht für euch noch mal ein Ticken die letzte Motivationshilfe für die nächsten Aufgaben? Ja, absolut. Ich denke, wir haben riesen Fans. Ja, sie stehen in allen Bereichen voll hinter uns und das ist uns Spielern sehr, sehr wichtig. Und wir spüren das. Jeder Einzelne von uns spürt das Vertrauen von den Fans. Und wenn man sich dann so nach dem Spiel noch feiern lässt und miteinander feiern kann, ist es absolut top.